Riesige Stimmung am dritten und letzten Wettkampftag beim Judo Grand Slam in Antalya. Großer Kampf und Sportsgeist war im Finale der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm Trumpf. Der Österreicher Aaron Farah und der Schweizer Daniel Aich waren die beiden Anwärter auf Gold. Farah legte Aich mit einem sehenswerten Konter auf die Matte und erhielt die Ippon-Wertung. Die Siegerehrung führte der Vorsitzende des Judo-Weltverbandes Marius Wieser durch. In der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm gewann die Französin Audrey Chemeo Gold. Sie gewann gegen Olympiasiegerin Hamada Shouri. Schiedsrichterdirektor Armin Bagdasarov übergab das Edelmetall. Der Niederländer Noël van Ent holte sich in Antalya seinen zweiten Grand Slam-Sieg in diesem Jahr, rund einen Monat nach seinem Erfolg von Paris. Der Weltmeister von 2019 gewann das Finale gegen Alex Kret aus Rumänien und erhielt die Goldmedaille aus den Händen von Nasser Al-Tamimi, dem Schatzmeister des Judo-Weltverbandes. Ich habe sehr auf den Sieg gehofft, denn eine Goldmedaille zu gewinnen ist ein tolles Gefühl. Und die WM ist schon in 4 Wochen. Ich bin in guter Verfassung, das habe ich jetzt 2-mal bewiesen. Bei der WM muss alles zusammenkommen, um eine weitere Goldmedaille zu holen, sagte der Niederländer. Auf den Rängen herrschte Hochstimmung, als die Türkin Kayra Sayit im Schwergewicht Grand Slam Siegerin wurde. Im Viertelfinale warf sie Weltmeisterin Roman Deku aus dem Rennen und traf im Finale dann auf Milica Savic aus Serbien. Die in Frankreich geborene Sayit gewann, sehr zur Freude des Publikums. Der Vorsitzende des türkischen Judo-Verbandes, Cesar Huysus, überreichte den goldenen Lohn. Das ist immer überragend, weil wir ein großartiges Publikum haben. Das verschafft uns erheblichen Schwung und gute Stimmung. Ich bin sehr froh, hier in der Türkei vor dem türkischen Publikum gewonnen zu haben. Im Superschwergewicht gewann der Niederländer Jelis Nippe das Finale gegen seinen Landsmann Roy Meyer. Olympiasieger Hüseyin Özkan war für die Siegerehrung zuständig. Der türkische Judo-Verband gewann am Schlusstag 2 weitere Medaillen, beide in Bronze. İbrahim Tataroğlu wurde bei den Schwergewichten Dritter. Bei den Damen über 78 Kilogramm stand Hilal Öztürk auf dem Treppchen. Die nächste Judo-Großveranstaltung kündigt sich bereits an. In gut einem Monat finden in Katar die Weltmeisterschaften statt.